Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, ich bin gerade dabei quasi eigentlich mich hier zurechtzufinden. Also, keine Ahnung, wer das ist. Welcher König oder Kaiser? Steht irgendwie nichts, wenn man da so gegenguckt. So. The Arena. Was ist? Haben wir schon einmal Magiezubehör bei? Kommt mir ein bisschen bekannt vor, das Bild. Also die Konstellation aus Elder Scrolls Arena, das Cover. The Main Ingredients. So. Zur Holztür zur Hauptzutat. So, wer bist du? Seid gegrüßt, Nord. Tamriel. Tamriel von Tamriel. Was sind das für seltsame Kreaturen im Garten? Wo sind all die weißen Vögel? Was? Rumors, komm, Fragen. Ich fürchte, uns stehen schwere Zeiten bevor. Der Tod Uriel Septims und seiner Erben ändert alles. Graufuchs? Oh, das ist dieser gesuchte Verbrecher. Ist er nicht ein Meisterdieb? Ich hörte, er sei auch gefährlich und dass Bettler für ihn spionieren. Kommt mir auf jeden Fall sehr sympathisch vor. Seht euch vor. So, okay. Mal gucken. Ich will mich wirklich mal umsehen. Und auch... Okay, hier hinten gibt es nichts. Was ist das hier eigentlich für eine Tür? Nordöstlicher Wachturm. So, kann ich eigentlich auch zu dem Turm da... Jeder braucht den Rattenkurier. So. Eigentlich an sich. Kaiserstadt ist schon schön. Servius Atius. Severius Atius. Wir werden die Befehle der Wachen befolgen. Die Atius-Familie hält sich von den Sintavs fern. Und sie halten sich von uns fern. Okay, Gerüchte? In der Kapelle in Anvil hat sich Schreckliches ereignet. Alle Priester und Priesterinnen, die Bellas, wurden ermordet. Nein, nicht die Bella, nein. Hieronymus, Lex. Das ist dieser Hauptmann der kaiserlichen Wache, der immer hinter dem Graufuchs und der Diebesgilde her ist. Eine Phantomjagd, wenn ihr mich fragt. Die Diebesgilde gibt es wahrscheinlich gar nicht. Und ich gehe jede Wette ein, dass es den Graufuchs auch nicht gibt. Okay, Kaiserstadt. Ich stimme dem Hauptmann der Wache zu. Diese Atius-Sinter-Fehde dauert schon lange genug. Ich habe meine Leute unter Kontrolle. Ich hoffe, Iniel hat seine auch unter Kontrolle. Okay, auch ihr. Viel geredet, aber nichts wirklich erfahren. So, Mandil. Wie geht's? Was ist das für eine Statue? Was hat die für Office of Imperial Commerce. Amt für kaiserlichen Handel. Ah, die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft oder wie? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Venetia Melissa Ea, Amt für kaiserlichen Handel. Habt ihr eine Beschwerde? Natürlich habt ihr eine Beschwerde. Wer nicht? Warum war sie gerade noch so freundlich und jetzt kauft ein Haus in der Stadt? Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Okay, Habt ihr Beschwerden über hiesige Händler? Beschwerden könnt ihr bei mir einreichen. Ich fülle jede Menge Formulare aus, die an jede Menge Leute geleitet werden, die sie dann ignorieren. Was habt ihr anderes erwartet? Gerechtigkeit? Geht zur Kapelle, sprecht mit Zenitar, er wird sich um alles kümmern. Gerüchte? Das Tiber Septim Hotel ist eine gute Absteige, aber nicht billig. Okay, kauft ein Haus. Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Okay, also ich kann mir hier ein Haus Seht kaufen. Seht euch vor. Das ist rot markiert, also werde das stehlen. Kann mich hier also doch ein Haus kaufen, okay. So. The best defense. Hier kann ich Rüstung kaufen. Gehe ich mal von aus. Sieht danach auf jeden Fall aus. Hi, Maro Rufus. Die beste Verteidigung, das bin ich, Maro Rufus. Leichte Rüstung, die allerbeste.
Nee, ich will keine leichte Rüstung. Seht euch vor. Hier schwere Rüstung. Ich bin Varnado. Ich kümmere mich um die schweren Rüstungen bei Die beste Verteidigung. Ich bin außerdem Ausbilder für den fortgeschrittenen Umgang mit schweren Rüstungen. Ich weiß also, wovon ich rede. Okay, wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Eisenbeinschienen, Eisenhandschuhe. Eisenhelm, Eisenschild, Eisenstiefel. So, kaufen Eisenstiefel 47 Gold. Ja. Ihr versteht zu handeln. So, Eisenhandschuhe. Ich hätte es euch nicht so billig verkaufen sollen. Stahlbrustharnisch. Stahlstiefel. Warte mal, was? Warte mal. Eisenbrustharnisch haben, Eisenbeinschienen. Was, wenn ich die wieder zurückgebe? Nein. Egal, dann haben wir jetzt ein bisschen Verlust gemacht. Das klingt nach einem angemessenen Preis. So, okay, gucken wir mal nochmal. Der hat hier, oh, das können wir uns eh nicht leisten. Wir haben nur 230 Gold. Das ist sein Gold. Aber Stahlstiefel vielleicht? Ägide der Apokalypse. 12.000 kostet das. Willst du mich verarschen? So, warte mal. Haben wir... Ich biete ihm das an. Dann haben wir die Stahlstiefel wenigstens. Und die Eisenhandschuhe hole ich mir doch wieder zurück. Ein bisschen Verlust gemacht. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ja, danke schön. So. Hier ziehen wir an. Das Amulett der Könige rutscht zu Boden, als ihr es euch um den Hals hängen wollt. Kann ich das auch verkaufen? Die Handschellen. Wiedersehen. So, habe ich hier sonst noch was? Nö. Ach, so sehen wir jetzt aus mittlerweile. Ich finde schade, dass ich mir keinen Bart machen konnte, wirklich. So. The Gilded Carafe. Zur vergoldeten Karaffe. Slash and Smash. Hauen und Stechen. Hier gibt es wahrscheinlich Waffen. Ich möchte das auch so gestalten. Urbul Gro Orkulk. Urbul Gro Orkulk weiß, dass ihr Äxte und stumpfe Waffen braucht. Große. Also macht er welche und verkauft sie hier. Hauen und Stechen. Das große Ork-Waffengeschäft. Große Waffen für große Helden. Ja, okay, mal gucken, was ich er habe so. Die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Eisernes Claymore, zweihändig wäre das. Eisernes Kurzschwert. Eisernes Langschwert, Keule, Stahldolch, Stahlkriegsaxt. Stahlkriegshammer, Stahlstreitaxt. Stahlstreitkolben. Eisenhelm, Leatherboots. Ja, gut. Haltet den Mund. Mann. Mystic Emporium. Divine Elegance. Kann man hier. Göttliche Eleganz. Gucken wir mal uns das hier auch an. Hier gibt es bestimmt Klamotten. Hallo Niria. Ihr seid in die göttliche Eleganz gekommen, weil ihr auf eure Kleidung Wert legt. Und wenn Palonyria nicht hat, was ihr möchtet, dann hat es niemand. Okay. Mal Kann gucken. Ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Rotes Samtkleidung? Nee, lassen wir mal. Auch ihr. So, hier überall Graufuchs. Hallo. Hallo. So, okay. Wir waren hier jetzt Stonewall Shields. Steinmauerschilde. Okay, da besteht durchaus die... Ich muss immer noch mein Dings hier umplatzieren. Meine Cam. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Viator Accius. Steinmauerschilde. Wir sind auf Schilde spezialisiert. Viator Accius zu Diensten. Ja. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Auf Schilde spezialisiert. Aha, okay. Boah, mir juckt die Nase. Ich weiß nicht. Stahlschild kostet 174. Das Geld haben wir nicht. Turm der Neun. Okay. Gefalteter Stoff. Reparaturhammer. Lassen wir es mal dabei. Lebt wohl. So, gucken wir mal, was es hier sonst noch gibt. Was ist los? Wo führt das Holster zu Imperial City Elven Gardens District? Solange ihr und eure Nachkommen das Amulett der Könige tragen. Ich höre euch zu, Bürger. Wer bist du denn überhaupt? Kaiserliche Wache. Ich habe kein Anliegen. Warte mal, jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Wo war das? Nicht hier? Hier auch, obwohl, das hier hat sich erhöht. Hier hat sich auch irgendwas erhöht. Hauptfertigkeiten, Schwertkampf, Blocken, schwere Rüstung, Veränderung, Zerstörung, Illusion, Wiederherstellung. So, hier Waffenschmied, Athletik, stumpfe Waffen, Nahkampf, Alchemie, Beschwörung, Mystik, Akrobatik, leichte Rüstung, Schütze, Handelsgeschick, Sicherheit, Schleichen, Wortgewandtheit. Hier Fraktionen gehören wir noch keiner an. So, was ist das hier für eine Tür? Holst du zu Radrans Haus? Hier wohnen die Leute also. Ida Vlinormans Haus. Dorwin Arens Haus. Aren, den Namen kenne ich doch. Luther Broads Pension. Was ist los? King and Queen Taverne. Was ist los? So, wer bist du? Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Das ist ein Täuscher, okay. So, hier haben wir eine Taverne. Da können wir wahrscheinlich übernachten pennen. Vaters Ulis Haus. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es hier ist, nachts unterwegs zu sein. Ich weiß hier noch gar nichts im Grunde. Talosplatz. The Foaming Flask. Zum schäumenden Flachmann. Rajirats Haus. So, Dinari Amnes Haus. So, Häuser zu Ulin Atrams Haus. Ah, Tiber Septim Hotel. Und warum steht er jetzt hier so? Ankus Afranius. Gruß euch. Was habt ihr zu berichten? Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend ihr vor gar nicht langer Zeit. Ich kann diese Dinger nicht ausstehen. Schreckliche Dinger. Angeblich zähmen die Hochelfen sie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Hochelfen zähmen die Goblins? Danke. So, Holze zu Jagben Imbels Haus. Wie schön, euch zu sehen. Holze zu Bacano Herrenhaus. Kann ich hier auch ein Haus, also ein Herrenhaus kriegen in der Stadt? So, Sevarius Atius Haus. Dorians Haus. Wahrscheinlich ist Dorian zu Hause. Helvo Atius Haus. Neues Thema, Prophet. Hä? Kaiserstadt Tempelbezirk. Die Eleiden Hochhelfen des Herz Matthias Draconis. The All Saints Inn. Hallo. Hallo. Die Allerheiligen Herberge. Surius Afranius Haus. Wie viele Häuser hat Surius Afranius? Allgottshaus. Hi.
Wie ist das bei Autoshaus? Wenn ich etwas über schwere Rüstung wissen möchte, würde ich mich wohl danach nachschauen. Ihr seid Hai. Der Hillot, der Geächtete. So, was haben wir hier? Das ist heute zu der Tempel des Einen. Des welchen Einen? Hallo. Hallo. Seid gegrüßt. Bitte, fahrt fort. Ja, Gerüchte. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Okay, wo finde ich die Kämpfergilde? Ich brauche erstmal hier Arbeit, um irgendwie erstmal... Jemhat pflegt das Tempelgrundstück. Jemhat tut auch andere Dinge, wenn man ihn fragt. Will ich wissen, was für andere Dinge? Mein Cousin sagt, alle Bettler arbeiten für den Graufuchs. Es ist recht beängstigend. Kaiserstadt? Das Arboretum. Da geht Jemhat gern hin. Immer ruhig, immer grün. Okay. Seht euch vor. Jetzt fängt es an zu regnen. So, stand das Wadetshaus? So, Hergershaus. Ich will mich hier trotzdem noch ein bisschen umsehen. Jemhatshaus. Ah! Roland Jenseriks Haus. Manchmal ein bisschen schwer zu lesen. Russlands Haus. So, Kaiserstadt Baumgarten. Recht. So, hier ist also der Garten. Wer sind die alle eigentlich? Ich kenne hier noch nicht jeden. Das vermute ich könnte vielleicht Shalidor sein. Keine Ahnung, wer das ist. Das hier ist vielleicht Tiber? Tiber Septim? Das könnte vielleicht... Vielleicht Alessia sein oder das? Wer ist denn das? Athletik verbessert. Bis jetzt noch keine Ahnung, wer von den Statuen wer ist. Werden wir bestimmt noch erfahren. Oder das sind die, die neuen Göttlichen. Kann auch sein. Bin ich noch gespannt, das rauszufinden. Was ist los? So, Holztür, Arena-Viertel. Hier ist also die Arena. Ich höre euch zu, Bürger. Okay, ja. Schauen wir uns hier mal ein bisschen noch um. Wo ist denn der Eingang? Ich würde gerne eine Show sehen, ja? Sprecht. So, Hundolin. Seid gegrüßt. Willkommen in der Arena. Ich glaube, ich habe euch noch nie hier gesehen. Ich kenne alle Stammgäste, glaubt mir. Wenn ihr die Arena als Kämpfer betreten wollt, müsst ihr hinunter ins Schlachthaus gehen und mit Owen, dem Waffenmeister, reden. Okay. Wollt ihr jedoch auf einen Kampf setzen, so seid ihr bei mir goldrichtig. Kämpfe finden den ganzen Tag statt, von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Da gibt es viele Gelegenheiten, sich das Geldsäckel zu füllen. Also, was sagt ihr? Geldsäcke. Wollt ihr auf einen Kampf setzen? Ich
glaube, so viel Geld haben wir nicht. Nein, ich möchte jetzt nicht wetten. Ah, in Ordnung. Also gut, wenn, wenn ihr etwas braucht, so fragt nur. Ich nehme eure Wette gern an, falls ihr es euch anders überlegt. Auf einen Kämpfer? Ein Arena-Kämpfer werden gerüchtet. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Okay, wo finde ich die Kämpfer? Einen schönen Tag wünsche ich noch. Also hier kann ich selber schlachten. Und hier kann ich... Ihr müsst auf einen Kampf wetten, um Zutritt zur Arena zu halten. Sprecht mit dem Arena-Torwächter zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends, um Zutritt zu erlangen. Okay, also kann ich so noch nicht dahin. In die Richtung muss ich noch weiter. Kann das sein, dass das hier vielleicht Gaia Shinji ist? Der große Arena-Kämpfer? Von dem man hier diesen einen legendären Satz bekommen hat. So, die besten Techniken werden von den Überlebenden übermittelt oder so ähnlich hieß das. Der erste Arena-Meister und der erste, von dem man irgendwie irgendwas hier mitbekommt. Ach, wir sind schon einmal im Kreis. Sprecht. Wir sind wieder... Okay, wir sind wieder hier. Alle sind auf dem Weg nach Hause, gehe ich mal von aus. Der Geruch kommt mir nicht bekannt vor. Unangenehm. So, Holztür zu Kaiserstadtpalast. Darf ich euch um einen Gefallen bitten? Um was geht's? Hey, Fremder, habt ihr ein paar Münzen für mich übrig? Dieser verfluchte Wachmann hat mich eben ausgeraubt und mir meinen letzten Septim abgenommen. Rupter kaiserlicher Wachmann? Das Schwein hat mir alles Geld abgenommen, das ich am Leib trug. Ich weiß seinen Namen nicht, aber ich kenne sein Gesicht. Ruslan und ich waren bei Yensin einkaufen, als er uns des Diebstahls bezichtigte. Wir stülpten unsere Taschen um, um unsere Unschuld zu beweisen, aber das war ihm egal. Wir mussten das Bußgeld bezahlen, sonst hätte er uns ins Gefängnis geworfen. Warum hat ihm Yensin nicht berichtet? Er hat die meisten Ladenbesitzer am Markt schon zur Kasse gebeten. Sie haben alle viel zu viel Angst vor ihm, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Yensin wollte nicht einmal darüber reden. Jemand sollte endlich etwas gegen ihn unternehmen. Hört auf meinen Rat. Haltet euch von den Wachen fern. Also, ich hatte überlegt gehabt, vielleicht den Wachen selber irgendwie beizutreten oder so, damit ich zumindest erstmal irgendwie hier Arbeit habe. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Zumindest in den ersten beiden Stockwerken. Okay, im Kaiserpalast darf ich die ersten beiden Stockwerke betreten. So, kaiserlicher Palast. Der Zustand eurer Wachen bestimmt. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Zumindest in den ersten Alle beiden Besucher Stockwerken. Des Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen. Insbesondere dann, wenn der Rat tagt. Okay, sehr schwer, da kann ich nicht rein. Ich gehe mal hier entlang und gucke mal. Ob es hier irgendwas gibt? Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Erdgeschoss oder im ersten Stock. Okay. So. Bin ich im Erdgeschoss oder ist das der erste Stock? Einmal kurz speichern. Achso, Palastgruft. Also nach oben darf ich noch. Also eine Etage nach oben.
alle Besucher des Kaiserpalastes. Ja, kennen wir schon. Ältesten Ratkammer. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen. Ah, hier darf ich noch rein. Ah, das ist der Ältestenrat. Wer ist denn das da unten? Hier kann ich der Tagung des Ältestenrats zuhören. Gehe ich mal von aus. Frag mich, wer das da ist. Wo ist der hin? Da war doch gerade noch einer. Da. Okay, da sind aber sehr viele Stühle. Warte mal, das da kann doch... Das kann, glaube ich, nur einer sein. Kann das sein, dass das da Okato ist? Der neue Kampfmagier, der Jack Afan ersetzt hatte? Ich gehe von aus, dass das der sein kann. Was ist das hier? Da darf ich jetzt nicht mehr hin. Das sind die kaiserlichen Quartiere. Okay. Boah, es war ein... Also ich fand das jetzt gerade echt schön, hier mal die Kaiserstadt richtig mal anzusehen. Und jetzt brauchen wir erstmal irgendwie einen Platz für die Nacht. Hier sind die Friedhöfe. So, wenn die Drachenfeuer verlöscht. Ein verhasstes Wesen. Wer ist ein verhasstes Wesen, was? Warte mal. Wo haben wir Quests? Das ist ein Zauber. Nee. Liefert das Amulett ab. Karte. Ach, hier. Venon-Priorei. Ah, wenn wir hier rausgehen und die Straße entlang, kommen wir schon da an. Athletik hat sich wieder verbessert. Nice. Ich höre euch zu, Bürger. So, ein Meister der leichten Rüstung erhält ein... ich habe das Gerücht gehört, auf einer kleinen Insel in der Nibenbucht sei eine seltsame Tür aufgetaucht. Das sollte ich überprüfen. Ja, ich gehe erstmal so weiter. Ich glaube, eigentlich am meisten würde es Sinn machen, wenn ich meine Cam zwar auf derselben Höhe packe, lasse und dann hier eigentlich auf die linke Seite setze. Oder da, wo die jetzt ist, nur halt weiter runter. Kampfmusik. Irgendwas hat es auf mich abgesehen. Schlammkrabbe? Ja, wir gehen mal weiter. Ihr habt gefunden, Wehe. Wehe? Tür zur Wehe. Was haben wir hier? Tür zu Wownet Inn. Vielleicht können wir hier einfach die Nacht überbleiben. Schöne Taverne.
So. Was ist los? Kaiserlicher Legionssoldat. Gerüchte. Der Kaiser ist tot und seine Thronfolger auch. Wir sind eine Legion ohne Anführer. Den Klingen wurde der Schutz unseres Herrn angetragen und sie versagten. Lebt wohl, Bürger. So. Hä? Hey, hier geblieben. Ich hätte gern Zimmer. Willkommen in der Wavnet-Herberge. Wavnet. Möchtet ihr ein Zimmer oder vielleicht etwas Wein? Ich hätte gern ich Bett. Habe ein sauberes Bett für jeden, der 10 Goldstücke für mich hat. Möchtet ihr es haben? Ich nehme es. So sei es. Geht die Treppe hinauf und nehmt die letzte Türe auf der rechten Seite. Das ist eure Kammer für heute Nacht. Schlaft gut. Danke, 10 Gold entfernt. Ich wünsche euch eine gute Reise. Treppe hoch. Und gehabt euch wohl. Letztes Zimmer auf der rechten Seite. Oh, das ist ja cool, dass die sich hier auch mal auf die Treppe hinsetzen. So. Das ist es auch nicht. Dann ist es das hier. So. Wir haben es 1 Uhr morgens. Ich würde sagen, wir schlafen bis 8 Uhr. Automatisch speichern. So, bei einem Gesellen, der leicht... Was ist los? Nichts, nichts, ich hab gefunden, Wavnet Herberge. Oh, da sind schon Schilder. Ah, und das Schöne ist, man kann schon jetzt sehen, wie die alle heißen. Skingrad, Quatsch, Anvil, Bravi, Leiavin, Troll, Bruma und Schädenhort. Quatsch, den kenn ich doch. Wir sind ja der Held von Quatsch. Also irgendwas mit Quatsch wird noch sehr wichtig sein. Aber wir müssen hier nach, Chorol. Oder wird's Chorol ausgesprochen? Ich bin mir noch nicht mehr sicher. Ich sag immer Chorol oder so, aber... Komm, ich versuche Chorol zu sagen, Chorol. Bis ich das jetzt noch einmal höre, wie es richtig ausgesprochen wird. So. Imperial City. Boah, das sieht aber auch richtig schön aus hier. Ich glaube, das benutze ich als Thumbnail dann auch. Genau das Bild. Chorol. Ich versuche jetzt Chorol zu sagen. So ein bisschen springen üben. Damit die Akrobatik auch mal vollfliegen. Da ist jemand mit einer Pferde, mit einem Pferd, einem Reiter. So, kaiserlicher Legionsreiter. So, Akrobatik verbessert. Nice. Irgendwann können wir richtig hoch springen. So.
haben wir hier? Ich sehe da schon einen Wolf. Greift er mich an? Ja, der greift mich an. So, Wolfsfell. Wäre 10 wert. Nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Ihr habt gefunden, Festung Arsch. Festung Arsch? Ist aber eine Ruine. Alte Häuser sofort Arsch. Gibt's irgendwas zu looten? So, eine Reithose, eine Feder. So, Brotlaibe. Könnt ihr mal essen gleich. Hier, Kartoffeln, Mais, Salat. So, warte mal. Wo haben wir das? Ich würde das mal hier gucken, dass das so sortiert ist. So. Okay, Leben füllt sich nicht auf. Greifzirkel. Geschnürte Lederhose. Olivfarbene Weste. Eine Fackel. Tintenfass. Federgarn. Haben wir da? Trank der Lebenserkennung. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Kommen wir da irgendwie rüber? Ja. Hier schon mal ein toter Goblin, der nichts hat. Ein Silberhumpen, Silberkelch. Oh, die nehmen wir mit. Was ist hier passiert? Hey, erzähl doch, was ist hier passiert, dass die hier tot rumliegen? Sagt, hier ist Gold drin. Perfekt. Knochenmehl. Met. Schön, dass die hier Met haben. Auf der Seite gibt es nichts, aber hier haben wir noch was. Silbernugget. Silberurne. Rostige Eisenstreitaxt. Der hat nur Knochenmehl. So, Athletik hat sich auch wieder verbessert. Kann ich mich hier mit F5 speichern? Schnell speichern, ja! Das ist ja nice. Wer ist denn das? Halte Abstand. Wer ist das? Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Nein, nimm das von mir, wenn du kannst. Nimm das von mir. Bitte, ich habe kein Geld mehr. Ganz einfach. Yo. Alter. Ich habe ja schon gegen. Okay. Alter, was ein Kampf. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt drauf. Eiserne Streit. Nehmen wir mal mit. Hat er irgendwas? Pelzbeinschienen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Dietrich nehmen wir auch mit. Jetzt ist er da nackig. Trank,
der Lebenswiederherstellung. Ach, Ausdauerwiederherstellung. Warte. Das hier wollte ich. Okay, den haben wir erledigt. Boah, die Musik. So, mit Waffen und Rüstung kann man ja aber auch bekanntlich ja das meiste Geld machen. In Elder Scrolls Games. Umso mehr man von denen erledigt. Von Gegnern und lootet. Aber das war jetzt schwer. Ich muss noch lernen, wie man hier Schilde und so richtig einsetzt, benutzt. So, Odil-Bauernhof gefunden. Was ist das Odil-Bauernhof? So, Odil-Bauernhof. Wie weit eigentlich noch? Nee, hier. Ach, wir sind schon fast da. Und Festung Ash haben wir. Battlehorn Castle. Schade, dass ich hier nicht weiter rauszoomen kann. Oder kann ich das irgendwie... Nee. Kann ich nichts machen. Aber wir sind schon gleich da. Ich finde das schön, wirklich. In Vanilla ist das schon richtig schön hier. Für ein altes Spiel. 2006 kam das, glaube ich, oder? Venom-Trierei, da sind wir schon. Quest aktualisiert. Ich habe die Venom-Trierei erreicht. Jetzt muss ich das Amulett der Könige zu Joffrey bringen. So, wo finde ich denn Joffrey? Haus, Tür zu Haus Wayne. Hallo. Ja? Kann ich euch helfen? Prior Marborell, das ist meine Privatangelegenheit. Ich muss mit Joffrey sprechen. Er ist oben. Geht nur. Ach, ich bin sogar im richtigen Haus direkt. Das ist ja nice. So, wo oben? Hier entlang? Hi, bist du Joffrey? Bruder Pina. Wie geht's? Dann vielleicht die Richtung. Der sieht aus wie Joffrey. Hallo Joffrey. Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Ja, ich bringe euch das Amulett der Könige. Der Kaiser entsandte mich euch zu... Kaiser Uriel? Wisst ihr etwas über seinen Tod? Ich war dabei, als er starb. Und der Kaiser hat euch das Amulett der Könige anvertraut? Er gab mir das Amulett der Könige, ja. Ihr bringt mir das Amulett der Könige. Das ist unmöglich. Zeigt es mir. Gebt Joffrey das Amulett. Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Sagt die letzten Worte des Kaisers. Amulett der König ist weggegeben. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. Wer ist der Prinz der Zerstörung? Schließt den Schlund von Oblivion? Wer ist der Prinz der Zerstörung? Das ist doch Dagoth Ur, oder? Der Fürst der Zerstörung, den er nannte, ist niemand anderes als Merunes Dagon. Genau. Einer der Fürsten in der dämonischen Welt von Oblivion. Zum Glück ist die Welt der Sterblichen durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Wie kann Oblivion denn dann eine... Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Das Amulett der Könige ist alt
sehr alt. Die heilige Alessia selbst hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Der Kaiser bat mich, seinen Sohn zu finden. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Wo kann ich Uriels Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. Amulett der König. Am sichersten ist es hier bei mir. Sobald ihr mit Martin zurückkehrt, werden wir unseren nächsten Zug überlegen. Okay, was ist mit Baurus? Hat er nichts zu sagen? Okay, die Klinge. Ja, Baurus hat euch richtig informiert. Ich bin der Großmeister der Klingen. Wir dienen dem Kaiser und der Linie der Septim. Talos ist unser Schutzpatron. Ihr wundert euch, mich hier anzutreffen? Verschwiegenheit ist unsere Parole. Nur wenigen unter uns kommt die Ehre zuteil, öffentlich in der kaiserlichen Garde zu dienen. Okay, kannst du mir jetzt was zu Baurus sagen? Okay, was sind die Drachenfeuer? Die Krönung jedes neuen Kaisers ist besiegelt, sobald er mit dem Amulett der Könige die Drachenfeuer im Tempel des einen entfacht hat. Die Drachenfeuer von Akatosh brennen bis zum Tod des Kaisers. Sein Nachfolger entfacht sie dann bei seiner Thronbesteigung erneut. Nun, da Kaiser Uriel tot ist und kein Nachfolger gekrönt wurde, wird der Tempel des einen zum ersten Mal seit Jahrhunderten dunkel bleiben. Okay, was ist mit Martin? Er ist Priester in der Kapelle von Akatosh in Quatsch. Er wusste nicht, dass er Uriel Septims Sohn ist. Ihr müsst ihn sofort finden und ihn sicher hierher zurückbringen. Okay, was weißt du über Merunus Dagon? Der Daedra-Prinz der Zerstörung. Der Erzfeind aller Völker der Sterblichen. Er war vor einigen Jahren an den finsteren Plänen von Yagatan gegen das Kaiserreich beteiligt. Es überrascht mich nicht, dass er bei der heutigen Katastrophe ebenfalls die Hand im Spiel hat. Stimmt, Merunus Dagon hatte die Battlespire, also die Kämpfersphäre, angegriffen gehabt. In der Zeit, wo das Simulacrum stattfand. Stimmt. Unterstützung. Ich bewahre hier in meiner Truhe einige Dinge auf, um durchreisende Agenten der Klingen auszurüsten. Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt. Ah, Joffreys Truhe. Ein Stahlbogen. Stahlclaymore. Ich nehme erstmal einfach alles mit. So, 275. Ihr seid zu schwer belastet. Ja, gut, fangen wir erstmal hier an. Stahlstreitaxt. Nee.
Wie viel Schaden? Der macht immer noch mehr Schaden als das. Oh, die wiegen auch was, Pfeile. Die müssten wir auch dann verschießen. So, Eisenbeinschienen. Lederbrustharnisch, Eisenstiefel, Stahlstiefel. Leather Boots. Ja, was mache ich jetzt? Trank der Hexerei. Joffrey! So. Pack das dann mal da weg. Irgendwas, was nicht viel wiegt. 5 Kilo vielleicht. Das hier. Und das. So. Euer höchstes Ziel sollte jetzt sein, Martin zu finden und ihn hierher zurückzubringen. Aber da war noch was. Ältestenrat. Hat er auch nichts zu sagen, okay. Vergeudet keine Zeit. Ihr müsst Martin finden, bevor der Feind ihn entdeckt. Ja, ich mach mich da auf den Weg, sobald ich den ganzen Scheiß verkauft habe, den ich nicht brauche. Und danach bediene ich mich noch einmal in deiner Truhe. So. Kann ich da rein? Ist das irgendwie ein Weg in die Stadt? So, wenn ich hier auf die Karte nochmal gehe. Südtor, Schloss, Nordtor. Okay, da hinten war irgendwo ein Eingang. Eins, das zumindest näher ist. Also, wir werden jetzt schon direkt am Anfang durch die komplette Weltgeschichte hier gehetzt. Also, von der Kaiserstadt nach Koroll und dann nach Quatsch. Nordlandstallungen. Was macht die da? Hallo. Kurier, steck da fest. So, Korollwaffe, hi. Oh, schönes Logo. Ehrliche Hände interessieren sich nicht für gestohlene Güter. Solcher. Was ist denn das denn für ein Bild? Also für eine Statue. Oh, das gefällt mir hier. Fire and Steel. Feuer und Stahl. Nord sind immun gegen Frostangriffe. Hi, Rasheda. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und das ist das Feuer und Stahl. Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Ja, hi, ich möchte gerne Sachen verkaufen. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Ich möchte gerne die Stahlclaimer verkaufen. Ja. Daran habt ihr viel Gold verdient. So, und den Stahlstreitaxt. Das ist ein echtes Schnäppchen. So, dann vielleicht den Brustharnisch und die Eisenbeinschienen. So, diese. Warte mal. Ah, ich habe die Stahlstiefel an. Okay, dann kann ich das hier verkaufen. Den Lederbrustharnisch. Das hier. Handgeschick, Fertigkeit verbessert. Perfekt. So, Pelzhandschuhe. Das ist ein echt. Und das hier. So, markloser Smaragd. So, Silbernugget. Den hier ein auch nochmal. Ein exzellentes Geschäft. Den hier auch. Und Wolfsfell.
So. Das wiegt zum Glück nichts. Und das auch. Acht Fackeln wiegen auch nichts? Okay. So. Also hier habe ich nichts mehr. Hier habe ich nichts mehr. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Jo, gerne. So, was kannst du mir über Carol sagen? Schöne Stadt. Aber hier braucht man Geld, um gut leben zu können. Geht vor die Stadttore, geht auf die Jagd. Verkauft die Häute oder plündert alte Höhlen und Ruinen. Ja, werden wir alles noch machen. Schönen Tag. Jetzt muss ich erstmal so oder so reinfinden in das Spiel. Ihr seid's, hi. Woher kennen wir uns? Wie geht es euch? Sein Gesicht. Bestimmt wie viel Schaden diese andere. Ah, okay. Also, ich bin wirklich gezwungen, aktiv alles zu reparieren. Weil das immer weniger Schaden dann verursacht. So, ich will jetzt den Rest da noch abholen, damit ich das auch noch verkaufen kann. Wir brauchen Geld. Beziehungsweise, warte mal, wie sieht es jetzt hier eigentlich mit den Fähigkeiten aus? Schwertkampf ist auf 36, nice. So, Athletik ist auf 11. Und Akrobatik, wo haben wir Akrobatik? Da auf 12. Wie sieht das dann eigentlich aus mit den anderen Punkten, die man dann hier lernt? Also die Hauptattribute, also wie hier Stärke, Intelligenz, Willenskraft, kann man da noch was steigern? Oder steigert sich auch meine Gesundheit irgendwann? 130, hier 60, hier 200. Würde ich gerne wissen. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es doch. Gehen wir noch mal zu Feuer und Flamme. Boah, aber ich freue mich schon, hier eigentlich alles zu erkunden. Vor allem, es sieht richtig schön aus. Bereich wird geladen. Okay, kam mit dem Laden nicht hinterher. Symbol von Carol ist die große. Ich bin ganz Ohr. So, gehen wir nochmal rein. Ihr müsst ein Bett finden, um euch. Okay. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und ja, das ist das Feuer und Stahl. Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Das habt ihr aber gut eingeübt. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Nee, ich möchte verkaufen, ja? Die eiserne Streitaxt. Hätte ich gerne. Das ist ein echtes Schnäppchen. Und den eisernen Bogen. So wie hier die Lederschuhe. Und die Lederbeinschienen. So, was hat sie hier? Stahlclaymore. Also, das sind die Sachen, die ich hier angedreht habe. Rashedas Special. Auch sehr teuer. Aber was ist das? Festigen Waffenschmied 5 Punkte an selbst. Festigen Stärke 5 Punkte an selbst. Andauernd Effekt. Was, wenn ich davon ein paar kaufe? Nehmen wir mal 5. Für 100? Ja, komm.
Beehrt uns bald wieder. Ja, machen wir. Schönen. So, Inventar. Und dann hier ganz hinten. Deepscone Hollow Key, Frostcrack Spire Key. Warum haben wir so viele Schlüssel? So. Ah, nice. Alles repariert. Tag. Das finde ich nice. Okay, alles fertig. Wir behalten auf jeden Fall ein paar Hämmer. Vielleicht gibt es auch irgendwo Zangen. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.